Magnetfeldschutz bei Uhren. Eine der Sinntechnologien. Sinnvoll oder nicht, was passiert, wenn eine Uhr magnetisiert wird? Ich zeige es euch in diesem kurzen Video. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Ja, heute soll es um den Magnetfeldschutz bei Uhren gehen. Es wird ein relativ kurzes Video, weil die Sache für mich ziemlich eindeutig ist. Wenn Uhren magnetisiert werden, dann führt das dazu, dass sich der Gang drastisch verändert und zwar in aller Regel verschlechtert, wenn er nicht vorher schon katastrophal schlecht war und die Änderung zufälligerweise in die richtige Richtung geht. Was Magneten mit Uhren anrichten können, hat Guinan in einem echt guten Video gezeigt. Ich verlinke euch das hier oben. Dann könnt ihr da drauf gucken, dann könnt ihr da drauf klicken und euch das angucken. Es ist von Guinan wirklich gut gemacht und ich könnte es nicht besser machen. Insofern verweise ich hier auf eine externe Referenz. Schaut es euch an, super. Der Magnetfeldschutz bei Uhren bedeutet im Prinzip, dass um das Uhrwerk herum, also zwischen dem Uhrwerk und dem eigentlichen Gehäuse, ein Weicheisenkäfig, ein Weicheisenzweitgehäuse ist, was verhindert, dass die magnetischen Felder die Uhr beeinflussen, dass sich die Spirale magnetisiert und dass somit sich die Gangwerte der Uhren verschlechtern. Relativ simple Geschichte von der Idee her, aber doch ziemlich aufwendig umzusetzen. Auch das ist in dem Guinan-Video wirklich gut erklärt. Deshalb wirklich nochmal, schaut es euch an, da ist wirklich von der Umsetzung her alles erklärt. Wie kann sich aber nun eine Uhr magnetisieren? Ich habe mich mal in meinem Umfeld umgeschaut und habe doch verschiedenste Magnete gefunden in den unterschiedlichsten Stärken. Ich fange mal mit dem an, was wahrscheinlich jeder kennt. Es gibt diese Handyhüllen hier. Ihr kennt die wahrscheinlich alle. Hier habe ich jetzt ganz bewusst eine gewählt, die so einen Clip hat, also kein Magnet. Es gibt diese Schutzhüllen aber auch mit einem relativ starken Magneten, damit dann diese Schutzabdeckung hier oben auch zu bleibt. Und wenn man mit dem Magnet, der dann hier vorne dran ist, an die Uhr kommt, kann das schon reichen, um die Uhr zu magnetisieren und einen mehr oder weniger großen Einfluss auf den Gang und die dann resultierende Gangabweichung zu haben. Den stärksten Magneten, den ich gefunden habe, das ist hier meine Hundetaschenlampe. Für die, die es interessiert, zeige ich euch mal, was es ist. Es ist die TrueNight T10-2 oder ThrueNight, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Finde ich sehr, sehr angenehm, klein, leicht, ausreichend leuchtstark, wenn man nachts mit dem Hund raus muss. Und die hat am Ende einen Magneten, sodass man die Uhr wirklich fast überall hinklemmen kann. Und ihr seht, dass das ein ziemlich starker Magnet ist. Und wenn ich draußen bin, dann versuche ich immer, den von der Uhr fernzuhalten. Und zuletzt will ich euch noch eine Sache zeigen, die auch wahrscheinlich viele von euch kennen. Das sind diese Taschenverschlüsse, die auch einen Magneten haben. Kein echter Druckknopf, sondern wirklich ein Magnet. Und auch das kann schon reichen, eine Uhr zumindest geringfügig zu beeinflussen. Bei Sinn erkennt man die magnetfeldgeschützten Uhren an einem bestimmten, relativ dezenten Symbol auf dem Ziffernblatt. Das blende ich euch dann hier oben ein. Hey, ich habe die richtige Seite getroffen, endlich. Also hier oben ein Bild von dem Symbol, mit dem Sinn die magnetfeldgeschützten Uhren kennzeichnet. Ja, wie gesagt, das war ein kurzes Video, weil die Sache für mich klar ist. Es ist sinnvoll, es ist gut umgesetzt, es hat einen sehr positiven Effekt, obwohl man Uhren, wenn sie einmal magnetisiert sind, auch leicht wieder entmagnetisieren kann. Dazu habe ich euch hier oben ein Video verlinkt. Aber es muss ja nicht sein, wenn man es von vornherein vermeiden kann. In diesem Sinne, euer WatchMaxes.